Auch dieses Jahr haben wir natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und das schönste Lokpersonal bestellt. Leider hatten wir heute keinen Zeit. Und in eigener Sache, denken Sie dran, bei der Sonne setzen Sie eine Mütze auf. Der einzige Kollege, der keine Mütze auf hat, hatte heute früh noch ganz volles Haar. Es kann also durchaus gemacht werden. Als nächstes sehen wir die Baureihe 78 hier auf den direkten Schießfahrten zu sehen. Genießen Sie ruhig den Feinstaub, das kriegen Sie zu Hause nicht mehr gelöst. Thank you.
nun gezeigte EC40 wurde 1931 in Dienst gestellt und war die erste Serie Lokomotive der Baureihe E44. Für den Einsatz im Nahverkehr sah man erstmals eine Wendewechselsteuerung vor, die man vorher in Lokomotiven der Baureihe 44 entwickelt hat. Diese Einrichtung hat, ich bedanke mich an der Stelle auch mal beim Chef, dass er diese Texte, die er mir gegeben hat, so wunderschön kleingeschrieben hat, dass ich das gar nicht mehr erkennen kann. Wir müssen, glaube ich, überall spannen. Diese Einrichtung hat der ich lese das einfach mal so vor, wie das geschrieben hat, weil dann könnt ihr entschuldigen, da oben sitzen. Der die Lokplatz im Zug stets beibehält, kann von einem Steuerwart ausgesteuert werden, so irgendwie um dann das zu schaffen. Insbesondere, wenn man hier in Wiesbaden und Frankfurt nach die Einführung des Wendezugbetriebes eine erhebliche Einsparung von Loks, Wagen und Personal mit sich. Allein das BW Frankfurt mit dem Hauptbahnhof verarbeitet 100 dieser Lokomotiven. Die E41 wurde ab 1956 gebaut und wurde wegen ihres charakteristischen Schaltgeräusches ganz liebevoll knallfrisch gemacht. Ihre Höchstgeschwindigkeit betrug 120, die E41-001 war die erste Einheitslok überhaupt und wurde 1956 von der Deutschen Bundesbahn in Dienst gestellt, denn ich bin froh, dass ich diesen kleinen Text jetzt wirklich lesen konnte. Für den Einsatz im Schnellzugverkehr gebaut. Die Lokomotiven waren für eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h konzipiert. Zunächst wurden die Lokomotiven mit einem schlichten Lokmast versehen. Ab der Betriebsnummer 82 aber wurde der Lokmast neu gestaltet und als sogenannte Bügelfalte bezeichnet. Die Lokomotiven bewährten sich im schnellen Schnellzug und Eilzugdienst und waren bis weit in der Jahrtausendwende unentbehrlich. Die E10-300 wurde seinerzeit dazu ausgeführt, zusammen mit E10-299 als Versuchslok für die neue Baureihe 103 zu sein. Mit ihr wurden verschiedene Drehgestellversionen erprobt und sie erreichte dabei erstmals eine Geschwindigkeit von 200 km/h. Nach Abschluss der Versuche wurde sie in die Serienausführung der Baureihe 110 zurückgebaut und weiter im Schnell- und Einzugverkehr verwendet. Thank you.
Aufgrund der Fortschritte im Lokomotivbau entstand und entschied die Deutsche Bundesbahn, eine neue Entwicklung bei der Industrie in Auftrag zu geben. Allerdings wurde auch in dieser Lok bewährte Motoren und Schaltgeräte der Endlokomotive übernommen. Dies eine weise Entscheidung, wie sich herausstellte, denn die Instandhaltung sollte ja weiterhin schnell erfolgen. Die ersten Lokomotiven wurden 1974 in Dienst gestellt, mit Elektromotoren leisten 3700 kW, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 160. Die Lokomotiven wurden mit einem ergonomisch gestalteten Führerstand ausgerüstet, der fortan als Einheitsführerstand bezeichnet wurde. Und auch bei der 120 am Ende verwendet. Die Drehgestelle wurden komplett neu entwickelt und mit Flexikolfedern ausgerüstet, die eine bessere Gleislage vor allem der Kurvenfahrt gewährleisten. Ursprünglich sollten 70 Exemplare gebaut werden, es wurden dann aber insgesamt 227 Exemplare, die in den Folgejahren in Dienst gestellt wurden. Da will wohl jemand Aufmerksamkeit. Er klingt besser. Ja. In 40 Jahren sagen wir was anderes. Heute sind die Lokomotiven der Baureihe 145 ausschließlich im Güterzugdienst zu finden. Ihre Höchstgeschwindigkeit beträgt 140 km/h und ihre Stundenleistung beträgt 4200 kW.
Also auch das gehört nicht zur Parade. Ignorieren wir unsere Frau. Ja, keine Lust drauf. Aber hallo? Kann man noch in 30 Jahren die Lokomotiven der Bauweite in 14, also nicht das, was wir jetzt gerade sehen, sondern das, was tatsächlich ist. Es kommt wurden von der Deutschen Bundesbahn für den Güterzug in Nordland-Strecken konzipiert. Sie entspricht dem Grundaufbau der Baureihe 110, hat die dort für die Sonne kann gerne wiederkommen. Ja, gut, doch, ist die Lok ja nicht da. Mit einer Stückzahl von 848 gebauten Lokomotiven ist sie die meistgebaute Lokomotive des Einheitsprogramms der DB. Und auch die, die nicht als Zelt ist, konnte ich fertig sein. Wenn Sie ihn nachher treffen, schütteln Sie ihm die Hand, reichen Sie ihm ein Getränk, der ist an sich kummerlos. Insgesamt sollen 194 Lokomotiven der Baureihe 150 geschafft, die mittlerweile alle ausgeschrieben sind. Lokomotive 150 wurden Schrott. Ja, die wird von der 52er geschoben. Die Nachfolge der Baureihe 50 nach der Deutschland. Hier sehen Sie also die circa 5.990 PS. Da kommen sie. Sie zieht da raus. Sozialschiene. Sind wir unten? Ja, ja. Oh,
Achtung! Aus eigener Kraft. Ja, denke. Voll geil. Habe ich nämlich noch keine. Keine einzige? Nein, die ist mir mal nachts, ist sie mir zugefahren worden. Ich stand nachts am Bahnhof gewartet. Mir fehlen alle blauen. Spannend zu wissen, was sie mit dir gemacht angestellt haben. Ne? Völlig unerwartet habe ich dich natürlich auch lieber mit. Aber technische Probleme ist eigentlich nicht geplant bei der Bahn, aber wir haben hier gerade doch ein Problem.
Wir sehen ihn nicht aus eigener Kraft, dennoch in Führer die Baureihe 001. Die Deutsche Bundesbahn sah sich in der 50er Jahre zunehmend der Konkurrenz des Individualverkehrs und des zunehmenden Flugverkehrs ausgesetzt. Die Geschwindigkeiten der Fernzüge mussten erhöht werden, wenn man nicht dies von der Konkurrenz ausgerechnet hat. Daher beschäftigte man sich mit der Entwicklung einer Höchstgeschwindigkeitslokomotive, die in der Lage sein sollte, Züge mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h zu befördern. Im Jahr 1965 war es soweit, die Firma Hesche und ACD-Verkehr 4 Lokomotiven auf der Sie wurden auf der Verkehrsausstellung in München der Öffentlichkeit vorgestellt und man konnte während der Ausstellungszeit täglich vom Ausstellungsgelände in München nach Augsburg fahren. Diese Züge erreichten dann erstmals ein Tempo von 200 km/h, die aufgrund der ebenfalls neu entwickelten Linienzugbeeinflussung erstmals möglich waren. Denn die Bremswegabstände von 1000 Meter reichten nicht aus, um einen Zug von 200 km/h abzubremsen. Mit der LZB war es möglich, den Zug über den Linearleiter mit den erforderlichen Informationen zu versorgen. In der Folgezeit wurden die Lokomotiven vielen Versuchsfahrten unterzogen, aber auch im Zugdienst eingesetzt. Aufgrund der geplanten IC-Netze im 2-Stunden-Takt änderte sich die Leitungsparameter und man entwickelte die Lokomotiven weiter, die dann als Serienloks der Baureihe 103.1 mit 145 Exemplaren in Dienst gestellt wurden. Die Deutsche Bahn beschäftigte sich in den 70er Jahren
Den Vorserienlokomotiven folgten weitere 60 Serienlokomotiven, die zum Teil bis heute im IC-Verkehr Verwendung finden. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das eigene Kraft fährt. War der nicht immer mal Schrott oder so, oder war das die andere blaue? Dies war die andere blaue, deswegen kam die blaue ja ins Museum, glaube ich. Und die andere ins Stillstand, in den Stoff oder so. Aber ich glaube, ich meine, es gibt ein EVU, das sich die 181er geholt hat. Okay, wenn es TRI nicht ist, wer dann? Wenn es TRI nicht ist. So konnte man die 181 mit einem Schnellzug, aber ebenso mit einem Güterzug anfangen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h, die Dauerleistung natürlich ca. 3200 km/h. Zuletzt waren die Lokomotiven bei dem Fernverkehr im Einsatz. Die 181-201 gehört zum Bestand des DB-Museums in Kuhmann. Die Deutsche Bahn AG beschaffte bei Abtrans einen modernen Drehstromer, der nun die Lokomotiven der Baureihe 103 stückweise ersetzen sollte. Wir sehen hier die 101-102. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 120, die Stundenleistung 6400 km/h. Ja, wir sehen hier jetzt die 112. Also 112. Ach so. Wer weiß es, oder? Ich glaube nicht. Die Baureihe 101 ist heute Vorbild im IC-Verkehr. Vielleicht wurde die 112 auch entklebt, wer weiß. Die wurde einfach rot angemalt. So, jetzt hast du gleich drei auf einem Bild. Ah, fahr ein bisschen schneller. Könntest du das anhalten? Nein, alle.
Kann es sogar sein. Für den leichten Rangierdienst wurden bereits in den 30er Jahren von der Deutschen S-Bahn sogenannte Einlokomotiven geschaffen. Aufgrund dieser Konstruktion geschaffen wurde in den 50er Jahren. Finde ich aber auch nicht schlimm. Gefällt mir eh besser so. Aber auch nicht jeden Tag. Kannst du bei dir auf der anderen direkt nachstellen? Oder? Na klar. Hast du eine V80? Ja, gell? Da fehlt noch die V100. V100 habe ich auch. In Altrot. Ja, kann nur eine Köpfe. Ne? Ah, blöd. Gehst da hin, aber wir brauchen eine Köpfe. Warum? Die 1852 war die letzte Werklok hier im Bahnbetriebswarenwerk. Witzig. Die Deutsche Bundesbahn erst im Jahr 1952 die Lokomotiven der Baureihe 85. Sie waren eine Gemeinschaftsentwicklung der Bundesbahn, des Bundesbahnzentralamtes München und der Deutschen Lokomotivbetriebe und Strukturenindustrie. Die 10 Lokomotiven wurden je zur Hälfte von den Firmen Hans-Martin München und MAK gebaut. Die Lokomotiven wurden als Versuchslokomotiven gebaut, insbesondere wollte man den Auftrag des Gelenkwellen in Deutschland machen. Die Leistung der Lokomotive betrug 800 PS, die Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Später baute man stärkere Motoren mit einer Leistung von 1100 PS ein, da sich die 800 PS Motoren einfach zu schwach erweisen. Nach der Erprobungsphase wurden die Lokomotiven von BW Freiburg Griesheim aus eingesetzt. Später wurden sie von BW Bamberg konzentriert auf den fränkischen Nebenbahnen eingesetzt. Zeitlebens litt die Lokomotive an ihren zu langen und dadurch instabilen Gelenkwellen. Dies war auch ein Grund, warum man die Lokomotiven in den Nebenbahndienst abgab. Auch die sehr lauten Auspuffgeräusche machten die Lokomotiven insbesondere beim Personal nicht gerade sehr beliebt. Die Ausmusterung der Lokomotiven erfolgte Anfang der 80er Jahre. Fast alle Lokomotiven wurden nach Italien verkauft und dort im Bauzugsdienst eingesetzt. Zunächst war V80002 Museumslok. Diese brannte aber 2007 vollständig aus, sodass eine Wiederherstellung unmöglich war. Als Ersatz kam die V80005 aus Italien zurück und nach der Instandsetzung in Werk Meiningen befindet sich die Lok in ausstellungsfähigem Zustand. Die 211345, die wir hier sehen, ist zunächst für den Nebenbahndienst eingestellt worden. Die DB hatte dies im Jahr 1958 in Auftrag gegeben und zunächst die VN100 mit 1100 PS Leistung in Dienst gestellt. Sie ersetzte viele Lokomotiven der Baureihe 38 und 50 auf den Nebenbahnen und half auch mit, die Wirtschaftlichkeit auf diesen Bahnen zu erhöhen. Ab 1962 wurde eine verstärkte Variante der V100, die V100.20 mit 1350 PS in Dienst gestellt. Von diesem Typ wurden auch 10 Lokomotiven mit hydrodynamischen Bremsen für den Schnellstreckeneinsatz abgeschlossen. Ich glaube aber nicht. Die Lokomotiven bewerten sich hervorragend und sind zum Teil heute noch einsatzfähig gehalten. Im Jahr 1968 wurden die Lokomotiven computergerecht umgezeichnet und in die Schleifung wurde die 211 aus der V100.0 wurde die 212 und die 10 Steilstraßenloks erhielten die Baureihenbezeichnung 213. So, wir haben gerade mal die Hälfte wahrscheinlich jetzt. Nee. Legst du mehr? Nee. Weniger. Es sind noch ein paar, zwei, na, vier, fünf Loks sind es noch.
Ja, weil mein Lieblingslok ist eh, also da musst du mich mal reinziehen. Da gehe ich freiwillig ins Gefängnis. Die Streifen hätte besser stehen. Hm? Die grüne Streifen hätte besser stehen. Ja. Train Lab. Train Lab. Grüner Streifen. Anstatt diesen silbernen. Oder ein roter einfach. Ja, ganz einfach rot. So, welche von den beiden ist jetzt betriebsfähig? Das ist die Frage. Mit elektrischer Zugheizung ausgerüstet und einer. Wo doch der vordere müsste die Lunge sein, meine ich. Ist sie bis heute eine Reise, den Güterzugverkehr anzutreffen. In den 80er Jahren versuchte die DB, die Attraktivität des Nahverkehrs in und um die Bahnsäule zu steigern. Die Bundesbahndirektion Köln führte auf der Strecke Köln-Gummersbach den sogenannten City-Bahnverkehr. Neben dem Kraftverkehr wurde auch die modernisierte Silberlinie eingesetzt. Das Ganze wurde mit einem verkehrswebenden Anstrich versehen, der in Orange die Süd auch ausgeführt wurde. Das neue Konzept wurde damals vom reisenden Publikum
sehr gut angenommen und haben letztlich als Vorläufer des heutigen Verkehrs im Nahverkehr angesehen worden. Bis 1837 war eine der Zugloks des damaligen Citybahn Köln. Das DB-Museum hat sich bei Übernahme der Lok von DB Regio dazu entschlossen, die Lok in der Citybahnfarbgebung zu markieren, um an diese Pionierzeit zu erinnern. Ich kann meinen Finger wieder lange mehr bewegen. Ja? Ich glaube, ich mache heute Abend mal ein bisschen weg. Was denn wieder? Zu dumm auf einer Streikkiste zu stehen. Ich bin gestern, wir waren in Leverkusen, Rheindorf und ich bin von der Streikkiste runtergefallen, habe mir hier im Gurt hängen geblieben und mein Finger hat geknackst ein bisschen. Na gut. Von hinten kommt nichts, was die Kacke da abschleppt, oder? Doch, die vor 200. Nicht, dass die gleich auseinanderfällt beim Abschleppen. Thank you.
braucht der VTL 5? Ja, aber da wurden ja Ersatzteile rausgezogen. Ach so. Deshalb. Sehr wirklich erst. Also dann wirklich, dann raste ich aus. So wie auf dem Video? Ja, weil das mein absoluter Lieblingsfahrzeug ist. Ich ist zwar Mischling, aber... Warum Mischling? Ja, das gibt ja noch... Vorne Gas, ein Gas. 1,5, 6,5. Ja, komm, in der Rast und dann kommt er. Ich weiß es nicht. Der auch doch. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er nicht fährt. Vielleicht haben sie einfach ein Lagerfeuer gemacht. Ja, aber. Hey, das Bild hier, wenn du ein scharfes Bild davon hast, perfekt, dann kannst du alle Leute triggern. Ein Kampfgeladen. Ah ja. Über 40 Jahre stand das CEE für hochwertiges und komfortables Reisen. Von 1956 bis 1987. Ja, kann man ja mal machen, ne? Die einheitliches Rollmaterial beschaffen und auch Personal in Betrieb stellen sollten. Hierfür war die Zeit allerdings noch nicht reif. Die Bahnverwaltungen fürchteten einen zu starken Angriff in ihre Hoheitsrechte. Letztlich einigte man sich, wie so oft in Europa, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner für 10 Punkte im Kasten. Höchstgeschwindigkeit 140 km/h, Achslast maximal 18 Tonnen. Mindestens 100 Plätze pro Person, Wagenaufteilung entweder als Großraumwagen mit Mittelgang oder als Abteilwagen mit Seitengang. Maximale Sitz- und Laufkomfort, Dienstraum für Zoll- und Grenzschutzpersonal, Bordküche, Mittelpufferkupplung, internationales Bremssystem mit Stufenbremse. Der Außenanstrich bevorzugt beige mit silbernen TEE-Emblem. Natürlich beige Bordeaux. Diese Übereinkunft führte dann zur Gründung der CTEE mit Sitz in Den Haag und folgenden beteiligten Eisenbahngesellschaften. Die belgischen Staatsbahnen, die Deutsche Bundesbahn, die französische Eisenbahngesellschaft, italienische Staatsbahn, luxemburgische Eisenbahngesellschaft, niederländische Staatsbahn und die Schweizer Bundesbahn. Die österreichische Bundesbahn und die dänische Staatsbahn wurden zwar auch vom TEE-Verkehr berührt, jedoch stellten keine eigenen Züge. Wir stellen Ihnen nun den Dieseltriebzug VT11.5 der Deutschen Bundesbahn vor. Die Einheit ist verkürzt, ursprünglich waren diese Züge siebenteilig unterwegs. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 140 Stundenkilometer. Versuchsweise wurden einige Triebköpfe mit einer Gasturbine ausgerüstet und die Höchstgeschwindigkeit konnte somit auf 160 km/h angehoben werden. In der Einheit befindet sich ein Triebkopf der normalen Bauart sowie die letzte erhaltene Gasturbinen-Triebkopf-Lok. Der eine ist mit Gasturbinen, die andere womit? Der ist normal, der hintere ist Gasturbine. Ja, ich weiß, aber im Licht. Auch von der Länge her in Lichtenfeld stehen noch mindestens 5 Wagen eingelagert. Okay. Ja. Okay. Also man Gasturbine mit normalem 6-1 zusammen. Wo wollen die hin? Ich hätte die Gasturbine schon mal fotografiert. Da ist halt nichts mehr drin. Thank you.
in der Gasturbine ist halt der Triebkopf ist leer, da ist nichts mehr drin. Ja, weil es von außen ist halt noch. Ja, natürlich. Aber wenn du den jetzt betriebsfähig aufarbeiten wolltest, dann... Nein, okay. Das wird nicht mal der Richter machen. Dem Richter könnte ich alles zutrauen. Der hat schon jawohl, stimmt. Der hat schon genug Probleme mit seinem 4-3er. 403er? Ja, der hat sich die Donald Ducks gekauft. Achso, die Donald Ducks, stimmt. Hast du ICE-3 gedacht? Hast du ICE-3 gedacht? Nein, nein, 103er dachte ich. Der hat eine. Da hat er sich ja eine gekauft. Ja, hat er. Nee, aber auch die 403er stehen an dem Projekt gut. Sie stehen in Neustrelitz. Ja, da passiert nichts. Ja, außen sind die lackiert. Ja, außen sind die Fähre, sonst passiert da nichts mehr. ICE-Lack oder was? Ja. Oh mein Gott, das ist hässlich. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in Neustrelitz warst. Nee. Die stehen hinten alle. War ich noch nicht. Muss ich mal. Hört auch jeder Mensch, ne? Hier ist zum Abschluss unserer Parade zeigen wir Ihnen einen Dieseltriebzug der Baureihe 605, den die Deutsche Bahn AG für die nicht elektrifizierte Strecken angeschafft hat. Ein Zug dieser Serie wurde nur als Versuchszug für neue Techniken hergerichtet. Ja, und der zweite steht in Krefeld. Unter dem Ach, da kommt noch einer. Ja? Da kommt noch mal einer. Nee, in Krefeld steht einer. Im Werk. Herrichten. Herrichten. Ich weiß nicht, der steht da schon seit einem Jahr. Ich denke nicht. Im Fokus der Zeitspender. Vielleicht. Hoffentlich nicht. Sensorik zur Zustandsüberwachung von Komponenten sowie moderne Kommunikationssysteme. Ja, die Aktivitäten dieses Trainwrecks haben das Ziel, die Eisenbahn in Deutschland zu stärken. Ich denke mal hier Rhein-Ruhr-Express. Ja. Der Reiher-Ruhr-Express. Einmal am Tag, oder? Da einfach. Zweimal. Zweimal. Einmal hin, einmal zurück. Aber wie so ein alter Traktor. Naja, das soll ja angeblich 200 fahren können, ne? Also steht zumindest drauf. Ja. Aber ich denke nicht, dass du Kiste 200 schaffst. Na, ja, ich glaube schon. Ja. Man weiß ja nie, ne? Das ist schön, dass die ganze Zeit wieder mal zurückkommt, ne? Aber es kommt nicht gut vorbei. Was brauchst du? Hä? Trinken? Ich hab's nicht, bei mir ein Wasser. Ich weiß, was ich vorhabe.
Gegen 16 Uhr irgendwas. Okay. Also, ja, warte. Wir wünschen noch einen schönen. Ja, die haben keine Rangierlichter. Die Lokomotivfahrt auf wieder. Ich weiß es nicht. Die fangen, glaube ich, ganz aus. Ach, die ELL-Kiste. Nein, du bleibst hier. Ach, say yes to you. Ich dachte, say yes to voting oder so, keine Ahnung. Also, sag mal so, das war jetzt wohl, Dampfheizung, Markenkonzert und Heizung.